wenn man nicht Deutsch kann, wird schnellstens gleich eine Stimme erkannt werden. Der berühmte Radioreporter Professor Dr. Stefan Carsten, so viel Zeit muss sein. Das stimmt im Übrigen, das ist wirklich wahr. In was für einen exotischen Fach? Politikwissenschaft und Journalismus. Ah ja, okay, gut. Also, in anderen Worten, Herr Blasio, Herr Reuter, Stefan Carsten, vielen herzlichen Dank. Dein Mikro. Dankeschön, lieber Reuter. Ja, liebe Freunde, wir sind hier in der Schule und im Gegensatz zu den Abi-Prüfungen musste ich nichts digital ausdrucken, sondern habe retromäßig von Hand geschrieben. Deshalb fällt auch keine Ehrung aus. Bevor ich zur Ehrung komme, ein paar Namen, die heute schon genannt worden sind. Gerade Thema, gute alte Zeiten auf dem Thema. Ja, Yogi Bär, 50 Jahre Alemannia. Geil. Wenn ein Spieler zu Bundesliga-Zeiten, der von irgendwo ganz anders kommt, eine solche Identifikation mit einem Club schafft, dass er für den Rest seines Lebens Mitglied bleibt, so geht Alemannia. Das ist die Retro-Alemannia. Und eben, ich muss sagen, ich hatte ein Tränchen im Auge, nicht weil Rainer Blasenbrich nicht da ist, ist auch schlimm, aber dass Dr. Krämon nicht bei uns sein kann, um diese besondere Ehrung in Empfang zu nehmen. Lieber Marc, du bist jetzt 20 geworden im März. 80 Jahre Alemannia. Und dieser Mensch hat Alemannia verkörpert wie kein anderer, nämlich bei der zweiten. Und deshalb erwähne ich das. Er war kein Profi, drüber wegschweber, sondern er war jemand, der in der Verbandsliga, heute Mittelrheinliga, bei jedem Spiel da war. Wenn es irgendwas gab, Herr Krämer war da. Ich erwähne das deshalb, schaut euch bitte nochmal den Film 100 Jahre alter Tivoli an. Da kommen Krämer und Co. vor. Und damit komme ich zur Laudatio für unseren Ehrenpräsidenten. Ich freue mich, dass es keine Wahl ist, sondern eine Ernennung. Aber ich glaube, Alemannia hätte auch gar keine andere Wahl, als diesen Menschen zum Ehrenpräsidenten zu ernennen. Er ist, das sagte mir eben noch jemand, der einzige Prof an der TH in Aachen gewesen, der schon mal ratzfatz den Unterricht unterbrochen oder auch abgebrochen hat, weil seine Alemannia rief. Damals im Fach Produktionstechnik und dieser Mann hatte eine besondere Technik, Emotionen zu produzieren und am Ende auch faire Noten, weil wenn der Unterricht verkürzt wird, dann sollen die Studierenden, wie man heute sagt, nicht unterleiden. So, alle dann, so viel zur Vorrede. Liebe Freunde, echte Alemannen, ich darf sagen, Öscher Verhatze. Als dieser Mann, über den ich jetzt rede, im Fußball sozialisiert wurde, da gab es nur eine echte Elf, eine erste Elf, denn man durfte noch gar nicht auswechseln. Motto, wenn du links jetzt holst, dann links so rechts husse. So war die Wahrheit damals. Das als kleine Erinnerung für euch aktuelle Spieler. Ja, also es gab schon härtere Zeiten, aber wir stehen ja vor besseren Zeiten. Nächste Saison wird alles besser. Der Mann, den ich ehren möchte, ist so ähnlich dran wie Angela Merkel am Montag. Er wird geehrt und viele stellen sich die Frage, zu Recht, bewerten wir seine Verdienste höher oder die Fehler, die nun mal passieren. Aber ich sage mit dem leider auch verstorbenen Ex-Alemannen Nievelstein, wer von uns hat noch kein Selbsttor geschossen im Leben? Ihr wisst, Günther Nievelstein hat dann so teuer flitzt. Röfter pro Kopf, Hut, du bist ein Selbsttor-Spezialist. Also jeder schießt sich mal ein Selbsttor. Und über alles wächst zum Glück, weil wir
soziale Wesen sind auch irgendwann Gras, das ist wichtig im Leben. Und das einzige Gras, was ich nie sehen wollte, dass es wächst, ist das über dem alten Tivoli Würselner Wall, wo ich mein halbes Leben verbracht habe. Aber das ist History! Kommen wir zur Geschichte dieses Menschen. Habt ihr damals, auch das ist in dem geilen Tivoli-Film drin, den menschgewordenen Flummi gesehen, als Mario Adorf nach unserem legendären Sieg über Olli Kahn und Co. Ich erinnere an den Hammer von Stefan Blank und den Kopfball von Erik Mayer. Wie er selber sagte, der dickste Schädel im 16er und da fällt der Ball drauf. Alemannia gewinnt. Im VIP-Zelt, damals noch Provisorium, Mario Adorf zieht Heimspiel im Halbfinale gegen Gladbach. Und dieser lebende Flummi aus Aachen, ja, ja, so werdet ihr den in der Doku sehen, als Präsident. Natürlich, dieser Flummi on TV, wir auch gegen Gladbach gewonnen, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Jeder, der damals dabei war, wusste, wir hauen Gladbach weg zu Hause und dann waren wir in Berlin. Ich glaube, ganz Aachen war noch nie so stolz und seitdem vielleicht auch nie mehr. Und irgendwie hüpfte auch ganz Deutschland mit, denn Alemannia hatte damals eine Riesensympathie und ich wünsche uns allen, dass wir uns die zurückerkämpfen. Geschenkt kriegen wir sie nicht. Wir gingen nach Europa, nach Hafnarfjörður, wie uns der leider auch verstorbene Hermann Grümmer auch on TV erklärte, wie man das ausspricht, da Reykjavik, Island. Ich habe damals on air gesagt, eben viel der Begriff Bayern, ja, heute in City, Mr. President. Bayern hat den Euro-Kai, hat den Räuber-Kai, siehst du, Marie-Lobert verkehrt. Bayern hat den Räuber-Kai, Alemannia hat den Euro-Kai. Weil Kai Michalke das erste Aachener Tor im Europacup schoss. Dann kamen die Heimspiele in Köln gegen Lille und St. Petersburg. Auswärts in Sevilla und Athen. Und du wirst sehen, Aachen in Athen. Aha. Ja, ja. Und dieser bekloppte Feldpräsident, der fiel auch in den Katakomben dieses Uraltstadions von Sevilla auf, mit folgendem Ruf durchs Treppenhaus. Und die Spanier haben gedacht, der ist loco, der Typ. TSV! TSV! Und wenn nur zwei arme Seelen von der Pressetribüne, eine war ich, eine Mark Eschweiler, geantwortet haben, wir haben unseren TSV in Sevilla gefeiert. Ein gewisser Simon Wolfes vergab in Alkmaar die Chance aufs 2-0. So ein Tünnes! Ist doch wahr. Wir feierten trotzdem den Aufstieg. Damals auf dem Tivoli, ihr wisst es alle noch, mit dem VfL Bochum und Willi Landgraf mit der Bierraupe. Wer war immer in Blickweite und emotional ganz nah dran? Unser neuer Ehrenpräsident, der alte Leo Führen, hätte gesagt, hip hip hurra! Und wir sangen auf der Brücke über die Krefelder, nie mehr zweite Liga. Und damit komme ich zum Problem, Freunde. Wie hat mir Jörg Schmadtke mal gesagt, die größten Fehler werden im Erfolg gemacht. Und ich kann mich daran erinnern, lieber Horst, du sicherlich auch, dass ich Jürgen Linden und Co. am VIP-Zelt, am alten Tivoli gesagt habe, Junge,
Jetzt baut mich der neue Tivoli in den CDUs. Bleibt bodenständig, bleibt bescheiden. Das Ding ist ein bisschen nach hinten losgegangen, aber wir arbeiten dran, dass wieder bessere Zeiten kommen. Fakt ist, mit diesem Präsidenten Horst Heinrichs gab es eine unglaubliche Nähe zu den Fans. Im Übrigen auch zu Menschen wie mir, der damals objektiv über alle Manga und er berichten durfte. Ich hoffe, es hat keiner gemerkt, dass er mit dem Objektiv gelogen war. Wir trafen uns unvergesslich nach der Dopingverhandlung gegen einen gewissen Stürmer namens Gomez auf der Raststätte in Köln mit deinen lieben Kollegen Carlos Varon und Tim Hammer. Übrigens, dem Tim möchte ich auch einen Energieschub senden. Ihr wisst, er ist leider nicht in der Lage, bei uns zu sein. Also die Emotionen, die wir heute spüren, gehen auch an Tim Hammer. Ich komme zum Schluss. Ich habe ihn schon Fanpräsidenten genannt, aber ich nenne ihn auch den Retro-Präsidenten. Lieber Horst, du weißt, dass ich diesen Begriff total ernst meine. Und Retro heißt für mich, das Positive aus der Vergangenheit zum Wohle des Hier und Jetzt und des Morgen mitzunehmen. Und unser größtes Pfund, das höre ich überall in Deutschland, ist die schwarz-gelbe positive Beklopptheit rund um den Tivoli. Die darf ich uns allen weiterhin wünschen. Dir, lieber Horst, wünsche ich, dass deine geliebte Helga, die jetzt auch an deiner Seite sitzt, die immer dabei war, egal ob in Knolle, ob der Brand, an Siegel, ob der Tivoli, Ladies in Black, den Fanpräsidenten gab es immer nur als Retro-Ehemann, der das Gute aus der Vergangenheit ins Hier und Heute und Morgen mitnimmt. Helga, du hast das Bundesverdienstkreuz am langen Band verdient wegen des langen Durchhaltens. Seite 11. Dieser Typ ist ein Maximalenthusiast mit schwarz-gelber DNA gewesen und geblieben. Denn glücklich davon jeder nicht mehr füllen. Behalten wir uns das bitte alle bei. Ab heute, hier und jetzt, im Namen unseres Ehrenpräsidenten, aber eins, das bleibt bestehen. Alle Mann, ja, wird nicht untergehen. Niemals. Niemals. Unser Ehrenpräsident, Horst Heinrichs.
Vielen Dank, liebe Freunde. Zuerst einmal, lieber Stefan, vielen Dank für die tollen Worte. Ich heiße Kreische. Me too. An dieser Stelle möchte ich mich vor allen Dingen im Namen von allen von Ihnen bedanken, bei denjenigen, die heute die Verantwortung für Alemannia tragen, die heute ehrenamtlich für Alemannia tätig sind und ohne die das alles nicht möglich wäre, immer wieder von Neuem sich für Alemannia zu engagieren, zu motivieren und das Ganze dann möglichst im Sinne der Alemannia schön enden zu lassen. Vielen Dank an alle, die in den alle Einzelnen und an alle, die in den Gremien dazu mittragen. Im Amt des Ehrenpräsidenten habe ich keine Aufgaben, die jetzt operativen Charakter sind. Das heißt, ich kann keine Entscheidungen herbeiführen. Ich würde aber jedem, der mal einen Rat braucht, vielleicht auch aus der Vergangenheit, gerne dazu bereitstehen und mich anbieten, dass ich dazu etwas beitragen kann, nichts voraussagen kann, aber vielleicht mit einem kleinen Rat weiterhelfen kann. Und ich hoffe, dass zu meiner Zeit hatten wir an einigen Stellen Glück. Und ich hoffe, dass dieses Glück, dass ich das wieder mit an den Tivoli zurückbringe, denn wir haben ganz Gewaltiges vor und da kann uns ein Stück Glück sicher bei helfen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank und Horst Diegold, das Schlusswort. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Alemannen. In meiner Zeit gab es nur einen Ehrenpräsidenten. Der hatte seine geliebte Alemannia. Und das war Leo Führen. Und in seinem Sinne möchte ich diese Versammlung schließen mit einem dreifach kräftigen Hip-Hip! Hurra! Hip-Hip! Hurra! Hip-Hip! Hurra! Hip-Hip! Hurra!